hier. Wenn der Bogenschütze weg ist, der mich nicht von hinten die ganze Zeit belästigt. Der macht auch viel Damage, das Problem an der Sache. This is the problem of the thing. I think I have this problem. Oh, wieder ein Wüstenbürger. Dann hole ich mir diesmal mal direkt. Ich habe wenig Mana. So. Knochen auch nochmal suchen. Die geben. Ah, das Heilring, okay. Shadow. Was ist das denn? Das war mal ein erfolgreicher Schädel. Da unten haben wir noch eine Höhle. Oh, ein Basilisk, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ist das die Feuerspur? Ich habe wenig Mana. Das letzte war jetzt glaube ich so ein... Oh, ah, ich habe die Basilisken-Schlucht glaube ich gefunden. Ich mehr Mana. Und die ganzen Basilisken sein sollen, die sehr, sehr viele Füße haben. Und da war noch einer. Ich brauche mehr Mana. Ja, also die Basilisken, man muss einfach sagen, die machen schon das da, da ist schon... Ich brauche mehr also, Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Wow. Weißt du, es ist so, oh mein Gott, du musst unbedingt aufpassen bei den Basilisken, die sind so voll gemein und so. Und da rennst du hier einmal durch das gesamte Basilisken-Lager durch. Aber wenn dir ein so ein Bogenschütze entgegenkommt, der macht dich sofort tot. Ich habe wenig aber Mana. Genau diese Typen meine ich. Aber pass auf bei den Basilisken, die sind so gefährlich. Die würde ich mir als Haustier halten, so ein Ding. Oh, oh, okay, vor dem habe ich Angst. Habe wenig Mana. Das gebe ich zu. Der ist vielleicht ein bisschen... Mana. Oh. Achso, verstehe, der kann mich fangen. Ich habe wenig Mana. Ja, das verstehe ich. Das kann ich verstehen, wenn der vielleicht ein bisschen kritisch sein soll. Meine Katze gefangen. Der hat meine Katze gefangen. Dafür hat sie One-Shot an mir gemacht, wieder mal. Geheimnisvoller Sockel. Oh. Cool. Ich hatte gerade einen Tellerhemd. Levelaufstieg. Die scheinen gut Level zu geben, die Basilisken, ne? Schade, ich darf kann nochmal klicken. Kätzchen. Level 100 der Stärke. Krass. Das ist eigentlich Fokus. Erhöht Mana und alle Elementarschäden. Fokus erhöhen, erhöht auch die Chance zur Exekutierung. Geschicklichkeit. Kritisch Auswang. Magieschaden. Alter, also die Katze hat eine 40%ige Crit-Chance und 50%igen Waffenschaden. Das ist krass. Okay, jetzt noch wir. Und wir. 30% wäre natürlich schön. Schattlinge leben 11 Sekunden und verursachen 5% zusätzlichen Schaden. Da würde ich eher das jetzt diesmal nehmen, damit die Schattlinge jetzt auch mal ein bisschen Damage machen. Nicht damit wir das immer noch haben, sondern damit es auch anfangen, mal ein bisschen Damage zu drücken. Da oben sehe ich gerade, haben wir noch eine Menge nicht erkundet. Ist aber jetzt auch nicht so wild, was wir hier finden. Da finden wir hier noch. Auch nichts Besonderes. Schauen wir uns die Map mal kurz an. Okay, hier fehlt dann anscheinend noch was. Verlassenes Tor betreten. Ja, die kommen einfach aus dem Berg da raus. Warum nicht? Die haben mit den Wölfen da zusammen Kaffee getrunken oder sowas. Ergibt Sinn. Ah, verstehe. Hier ist die Sphinx. Wegpunktportal. Oh, es ist jetzt. Könntest du nur einfach durch den Fall springen? Ich habe
Portal einfach so, einfach so durch das Portal zu springen. Kuffdinger, Kuffdinger. Bin verwundet. Oh. Ihr seid hinüber. Ja, auch so ein einfach durch das Portal zu springen. Genau. Die Knochenwüste. Das soll jetzt das sein? Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht genug. Ja, das Ganze macht den. Guck mal, dass die ganze Zeit Damage an den Bulls, also. So. Ja, zum Aufheilen. Ich benutze es irgendwie auch selten. Ich weiß auch nicht warum. So, schauen wir mal ganz kurz hier drüben noch. Ich würde mich schön gerne, bevor wir das machen, den Rest der Map erkunden. Das ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Was haben wir hier noch? Seraphim, den kennen wir schon. Hier waren wir vorhin schon mal. Hier haben wir noch einen Felsen und einen Schädel. Das gefällt mir. Oh, okay. Alles tot, super. Und hier oben scheint noch was zu sein. Ich habe wenig Mann. Oh, wie das tut wirklich. Seht ihr das? Am Anfang kriegst du einfach mal so ein, okay, kriegst so ein bisschen Schaden, denkst dir alles cool. Und mit einem Schlag flupp ist dein halbes Leben weg. Du kannst nicht mehr rechtzeitig reagieren. Denkt an eure Begleiter mit Fisch zu füttern. Das machen wir auch nie, gell? Den Begleiter mit Fisch füttern. Soll ich vielleicht mal ausprobieren. Ich glaube, ich packe mir mal auf die 5. Immer einen Fisch. Ich bin hier mal... Ah! Oh, ist ja cool, wir haben eine Kiste. Das ist meine Imitator. Mal schauen. Mal schauen, was die Kiste macht, bitte. Das sieht... Ah, die Kiste macht schon Damage, ne? Ich lasse die Knochengolem, obwohl er nicht gemacht, der Knochengolem ist geil. Knochengolem! Der Knochengolem ist echt geil, den finde ich mega heftig. Mein Inventar ist voll. Das ist geil. Schmusetatze. Alter, ich würde den sofort... Ich würde den sofort so lassen, vom Namen her einfach. Quatsch, vom Aussehen her. Sieht voll geil aus, wenn so eine Kiste mit rumhobelt, die Schmusetatze heißt. Und dann vor allem mit dem Face da noch. Er hat wieder ein Auge gefunden. Schwarzes Basiliskenauge. Das sieht geil aus. Okay, was haben wir hier noch? Da kommen wir schon wieder die Wölfe raus hier, oder? Ja, die verstecken sich im Sand. Okay, ah, da hat Tränke dabei. Nehme ich. Okay, dann war's das hier hinten, ja. Also die Knochengolems finde ich geil, die gefallen mir mega gut. La 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 la. Okay, dann Sphinx. Königin ist bereits fort. Sie ging durch das Tor von hier nach dort. Zahlt den Preis und eilt hinterher. Geschwind. Sonst reitet ihr sie nicht mehr.
Was für ein Preis auch immer. Ich bewache die Historie ein Jahr aus. Mein Blick schweift über den Sand hinaus. Aus stygischem Horst euch lauern hervor. Altrache, Halblöwe, der Manticore. Der Bestie Haut bringt mir herbei. Dann nehme den Weg durchs Tor. Wir müssen einen Manticore töten. Ihr habt eine Quest bekommen. Die Hürde des Manticore. Weißt du, das Vieh erzählt uns, ja, du musst speilen, weil Wächterin sonst tot, ne? Und dann so, ja, bitte mach erstmal Manticore. Brutales Vieh und so, mach erstmal tot. Was? Kann ja das Vieh nicht genau vor mich spawnen, damit ich... Das ergibt doch viel mehr Sinn, als wenn ich einmal durch eine ganze Höhle mich durchschlagen muss, bis ich so ein Manticore gefunden habe. Das ist... Ah, das ergibt die... Ah. Turm des Mondes. Wir sind Level 25, sollten wir es schaffen. Allerdings bei meinem Skill. System. Zerschmetterter Kopfloser. Was ist denn der mit uns? Ich krieg das Tor nicht auf. Lalalala, ich krieg schon mal auf den Meter vorbei. Irgendwie machen keinen Schaden oder so, aber ich weiß nicht mehr, was die machen. Das ist geil. Viele auch nicht davon. Das sind einfach nur Puppen irgendwie, hab ich das Gefühl. Die keinen Schaden machen, die sind einfach nur Stämmchen. Ich kann ja. Oh Gott, oh gut, cool. Gut, die machen Schaden. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Die machen keinen Schaden, die... Die machen schon Schaden, aber da musst du dich genau vor die stellen. Ich habe nicht wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Na gut, also es sind einfach nur eine Hülle, in der du durchhalten musst. Irgendwie. Lohnt sich, um in dich heranzukommen, alles klar, also wenn du es ist. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Was bist du? Ach du, Witz! Yarusha Karusha, irgend sowas. Das ist bestimmt ein japanischer Held gewesen oder sowas. Jetzt halt die Fresse und mach den Typen platt. What the fuck? Dünne müssen wir ganz kurz besiegen. Ich brauche mehr Mana. Boah, Alter, jetzt stimmt aber mal irgendwie an. Mana. Weiß ich nicht. Mana. Ich habe nicht genug Mana. Wo ist denn die Katze hin? Katze, du könntest nicht rüber mit dem Typen, der den Schaden tut, machen. Aber nur so, wenn du Lust hast. Ich habe wenig Mana. Jetzt haben wir noch einen Ecke. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. What the fuck, was ist das? Was ist das? Was ist das? Sandschäden. What the fuck, what the fuck? What the fuck? Wo sind die denn jetzt her? Oh, Knochenbohle, hallo. Ich gehöre anscheinend mit zu dem dazu. Ich habe wenig. Gut. Ihr seid hinüber. Ich glaube, der kann die alle nachmachen. Oh, wieso ist der jetzt hier? Kann man mal erklären, warum der Typ jetzt hier ist? Ich habe wenig Mana.
wirklich weh. Ich darf. Ich darf den Knochengolem nicht unterschätzen. Tut mir leid, dass ich glaube schon wieder noch sterbe. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. So, jetzt kriegen wir es nochmal hin. Nicht genug Mana. Ich bin verwundet. Ja, nicht nur du. Wo ist Katze? Nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Jetzt schlug! Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Ihr habt eine Quest abgeschlossen. Endlich, Alter. Boah, ich habe wenig Mana. Boah, Alter. Okay, hier ist... Ach nee, nee, wir, ach, wir sind hier unten rausgekommen, oder was? Ach, die komischen Zerschmetterten, die hier überhaupt keinen Schaden machen und dann mit einem Schlag so ein Vieh. Na gut. Ach, wir hätten gleich hier runtergehen... Wir hätten gleich hier runtergehen können, wir sind einfach nur hochgegangen, rumgegangen, so rum war das, alles klar. Na gut, hier haben wir jetzt alles gemacht. Wir haben ein Quest abgeschlossen. Ich weiß aber jetzt nicht genau welches. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Alter, Manticore war das jetzt nicht, gell? Das Blutsteinmobil betreten. Verglasse das Blutsteingebiet. Ja, genau. Der Manticore war das nicht. Das war jemand anderes. Ich würde die Höhle jetzt hier machen, weil das ist halt dieselbe Levelstärke ungefähr wie die andere wahrscheinlich. Oh, Raddinge, wie süß. Schon wieder so hoppen. Oh, die können mich schützen. Wie ist das denn? Ich brauche mehr Mana. Moment. Mana sparen. Oh, der stirbt. Also gucken wir jetzt die ganze Kernkämpfe, wenn man zuerst ausschalte, weil die können echt Probleme bereiten. Was? Mana verbranntes Schakalbiest. Die Mana-Vorkommen, die hier unten vorherrschen, haben anscheinend alle Viecher, die hier unten waren, komplett zerruppt innerlich oder so. Kennt man ja gut so Geschichten. Ich gucke erstmal hier oben, was hier oben jetzt gerade gespawnt ist. Ah, hier war gar nichts mehr, okay. Okay, ich tu mal... Ja, genau. Oh. Ihr seid hinüber. Na gut. Ich nehme dieses Dauersterben jetzt mal als Zeichen dafür, dass ich heute ein bisschen übermotiviert bin und ich möchte deshalb mal hier eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Die Truhe ist so süß. Und dann schau mal, was wir da eventuell uns nehmen, statt der Truhe, was wir da uns holen. Und ja,
Ja, bis zum nächsten Mal. Und dann gucken wir mal, ob wir dieses Schakalfiederblatt machen, den Manticore oder was auch immer das sein soll. Und adios, bis dann.